Also es ist auf jeden Fall gut für einen selber. Wenn man das angefangen hat und wirklich kurz vor Ende ist, dann würde ich das jetzt noch durchziehen. Aber wenn man wirklich noch am Anfang ist, halbes Jahr oder ein Jahr erst hinter sich hat, dann hat es wirklich, es hat einfach wenig Sinn. Es hat wenig Sinn, da 3-4 Jahre Zeit zu investieren oder eventuell noch mehr in ein Studium, was ja wirklich meistens sehr, sehr viel Aufwand bedeutet. Auch wenn alle meinen, ja, Studentenzeit ist hier immer Faulenzen und Computerspielen. Ist es eigentlich nicht. Geht natürlich auch so ein bisschen von eurem Studiengang ab, aber grundsätzlich ist es das nicht. Und dann ist es halt am Ende schlimmstenfalls vergeudete Zeit gewesen. Vergeudete Zeit, die ihr hättet in etwas anderes investieren können, ein anderes Studium oder vielleicht eventuell doch in einen Vollzeitjob oder einen Teilzeitjob und eventuell auch vielleicht in eine Auszeit. Das ist ja manchmal auch nichts Schlimmes. Es ist nicht schlimm und es ist auch nicht falsch, auch mal nichts zu machen. Also was das nichts, das ist nicht schlimm, wenn man auch mal keinen Job hat, kein Studium hat und einfach mal arbeitssuchend gemeldet ist. Oder meinetwegen noch nicht mal das. Das ist grundsätzlich nicht falsch zu sagen, wenn man an einem Punkt in seinem Leben ankommt, wo man sagt, ich kann jetzt einfach nicht. Ich brauche jetzt wirklich zu 100% die Zeit für mich, um mir klar zu werden, was ich möchte. Dann muss man sich diese Zeit auch wirklich nehmen. Und es ist auch scheißegal, was andere sagen. Es ist, spielt keine Rolle. Natürlich ist es dann tragisch und auch nicht gut, wenn diese Zeit jetzt länger als ein Jahr andauert, dann solltet ihr euch doch vielleicht eventuell so langsam Gedanken machen. Denn ein Jahr ist dann doch eventuell ein bisschen zu lang gewesen, um euch Gedanken zu machen. Aber grundsätzlich ist ein paar Monate Auszeit immer eine gute Idee, wenn man nicht weiß, wo man hin möchte. Wird ja gerade auch sehr gern immer nach Abschluss des Studiums gemacht oder Abschluss der Schule. Da machen ja viele diese ein Jahr Pause. Aber das kann man auch sehr gut machen, wenn man eventuell schon gearbeitet hat Vollzeit und kündigt und dann einfach merkt, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt einfach nicht, wo ich hin möchte. Das haben auch einige meiner Freunde jetzt momentan oder hatten das, dass sie in einem Job waren, in einem Vollzeitjob waren, in dem sie einfach mega, mega unzufrieden waren. Und an sich war jetzt die Stelle jetzt nicht irgendwie schlecht, ne? Es ist jetzt auch selten so, dass es da Arbeitsverhältnisse gibt, die jetzt irgendwie furchtbar sind. Also so schlimm, dass man irgendwie da nicht mehr arbeiten kann. Man muss ja noch nicht mal irgendwie gemobbt werden oder so auf der Arbeit. Es kann alles stimmen. Es können, die Kollegen können lieb sein, der Chef kann lieb sein, das Gehalt kann stimmen. Aber wenn es vom Gefühl her nicht passt, wenn ihr das Gefühl habt, wenn ich da noch in 10 Jahren sitze, dann kann ich mir ja direkt hier die Kugel geben, dann müsst ihr da raus. Dann solltet ihr nicht noch länger warten, dann solltet ihr nicht noch sagen, ja, in 1-2 Jahren vielleicht, ja, dann guck ich mal oder überlege ich mal. Denn nach diesen 1-2 Jahren seid ihr da immer noch und sagt immer noch, ja, aber dann halt in den nächsten 2 Jahren vielleicht, aber ich bin ja so unglücklich und ach ja, das wäre so schön, wenn man einfach so irgendwas wechseln könnte. Ja, aber es ist ja so. Es ist so einfach. Ihr könnt wechseln. Und ihr müsst ja noch nicht mal eine Alternative, eine sofortige Alternative haben. Kündigt oder macht einen längeren Urlaub oder notfalls lasst euch krank schreiben. Das ist jetzt natürlich hier kein Appell hier an ans Blau machen, Gottes Willen. Aber bevor es halt zu einer richtig fiesen Depression ausartet, ist es schon besser, da einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, das möchte ich nicht mehr. Das macht mich krank und das macht mich unglücklich. Und das ist auf keinen Fall das, was ich möchte. Das bringt auch eigentlich dem Arbeitgeber nichts, wenn wir ehrlich sind. Meine Arbeitgeber verlangt ja auch immer sehr viel von uns. Der Chef möchte natürlich, dass wir einmal alles perfekt machen. Aber eigentlich möchte kein Chef, dass sein Mitarbeiter seinen Job macht und da nicht 100% hinter steht.
Also ich würde das nicht wollen. Ich würde nicht einen Assistenten wollen als Fotografen, der sich denkt, oh Gott, schon wieder dieser scheiß Job hier, dieser Auftrag. Dann muss ich wieder mit als Assistent und dann muss ich wieder hier bei den Fotos helfen. Das würde ich nicht wollen. Also wenn ich einen Assistent hätte, dem es so gehen würde, ich würde ihm sagen, so, jetzt ganz ehrlich, brauchst du eine Krankschreibung oder soll ich dich kündigen? Damit du keine Sperre kriegst. Ich würde dem helfen, aber ich würde den ganz sicher nicht weiter arbeiten lassen bei mir. Weil das geht nicht. Das möchte ich nicht. Das möchte derjenige ja auch nicht. Das bringt ihm noch nichts und das bringt mir nichts. Also, auch wenn ihr älter seid und wenn ihr merkt, nee, der Job macht mich fertig, raubt mir meine ganze Energie, meine ganze Kraft. Oder es entspricht nicht, einfach nicht den Vorstellungen vom Sinn des Lebens für mich. Denn darum geht es ja. Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn deines Lebens? Wenn es das nicht trifft, dann hat es keinen Sinn. Dann müsst ihr euch was anderes suchen. Auch wenn alle anderen dazu raten, da zu bleiben, wo man ist. Weil es ja doch ach so toll ist. Ne? Also, denn was ach so toll ist, das müsst immer noch ihr selber entscheiden. Ja, das sind halt so Themen, die momentan bei uns in der Freundesklicke und im Bekanntenkreis sehr oft und sehr viel angesprochen werden. Aber auch bei anderen kriege ich halt mit, dass das so Themen sind, die ganz viel, mit denen sich ganz viele beschäftigen. Unabhängig davon, aus welchem Bereich sie kommen oder welche Hobbys sie haben. Ich hatte ja damals immer gedacht, ja, so solche Sachen, das ist ja so eine typische so Depressionsthemen. Das haben ja nur Leute, die Depressionen haben. Ich kann das aber ganz klar verneinen. Das hat oft überhaupt nichts mit einer Depression zu tun. Das hat einfach tatsächlich, das ist so eine Art, ja, Zeitgeist fast. Das ist auch irgendwie das falsche Wort, aber ja, ich weiß auch nicht, wie man das anders benennen kann. Aber das ist irgendwie so eine Generationssache eher. Und das muss nicht eine Depression sein, wenn man sich Gedanken dazu macht. Sondern das heißt einfach, dass sich sehr viele damit momentan beschäftigen. Oh, was ist denn gerade mit der Framerate gewesen? Und warum sich so viel damit beschäftigen? Ja, das hat viele Gründe. Das kann halt die aktuelle politische Lage sein. Oder das kann auch einfach sein, dass durch die Medien wir alle viel vernetzter sind. Wir alle viel mehr mitkriegen, wie es eben auch anderen Menschen geht. Und das macht uns auch natürlich offener, aber dadurch auch ein bisschen angreifbarer für solche Sachen. Wir kriegen halt mit, dass es in anderen Ländern schlimmer zugeht. Aber wir kriegen auch mit, dass es andere besser haben als wir. Und dann fängt wieder dieses Vergleichen an. Ne? Und ja, das ist nicht gut. Das wissen auch die meisten von uns. Trotzdem passiert das automatisch, weil wir das ja auch jeden Tag vor die Nase gehalten kriegen. Ne? Wir sehen es auf Facebook, da postet jemand ein schönes Foto vom Urlaub. Da postet der andere ein Selfie mit seiner Freundin und ist total glücklich und happy. Postet der andere ein Foto von seinem tollen Auftrag und erzählt, wie reich er durch den geworden ist. Ist alles sehr schön. Was man nicht sieht, sind natürlich die Kehrseiten. Wir sehen nicht, was eigentlich hinter diesem Foto war. Wir sehen nicht, oder wir wissen nicht, wie sich derjenige vielleicht im Inneren fühlt. Wir wissen nicht, ist das eine Maske oder ist es tatsächlich so? Also, aber auch wenn es tatsächlich so ist, es ist ja eigentlich nie im Leben bei niemandem. Es gibt wirklich niemanden, der nur zu 100% glückliche Zeiten hat. Wir alle kennen auch die negativen Seiten. Das gehört einfach zum Leben dazu. Es gehört dazu, dass wir ab und zu mal einen nicht so guten Tag haben, dass wir vielleicht einfach nur schlecht geschlafen haben, dass wir Kopfschmerzen haben oder aber, dass unser Chef Kopfschmerzen hat und uns angeschrien hat oder dass die Freundin vielleicht sich getrennt hat vom Freund oder wir viel Geld verloren haben oder. Es gibt halt viele Möglichkeiten und jeder von uns hat schon mal etwas Schlechtes erlebt
schlechte Phasen gehabt, wo man das Gefühl hatte, dass irgendwie alles auf einmal kommt. Immer habe ich Pech. Ja, so ist es aber auch nicht. Ja, also man redet sich ja auch gern Schlechtes ein. Ja, das kriege ich ja auch bei manchen Leuten manchmal mit, so. Die sich da so beschweren, dass sie ja so ein fieses, schlechtes Leben haben. Und im ersten Moment denkt man natürlich so, ja, okay, der Arme, so, tut mir ja voll leid. Aber wenn man gar nicht mehr aufhört, darüber zu reden und zu heulen und immer wieder sagt, oh, es geht mir so schlecht in meinem Leben, dann, ja, dann zieht man das natürlich auch an. Ja, es ist ja so eine Sache. Wenn man davon überzeugt ist, dass es einem schlecht geht, dann wird es einem auch schlecht gehen. Dann bleibt es auch so. Aber wenn man davon überzeugt ist, dass nach einer schlechten Zeit auch wieder eine gute folgt, dann kommt diese gute Zeit auch. Aber es ist auch nicht einfach. Es ist nicht einfach, gerade wenn etwas Schlimmes passiert ist, vielleicht etwas, was man einfach nicht erwarten konnte, dass dann in so einer Phase positiv zu denken, das ist schwierig und das können wenige Menschen. Aber wir können uns versuchen, das irgendwie als, ja, festzuhalten, als Mantra festzuhalten. Ja, nach einer schlechten Phase kommt auch eine gute Zeit. Und was mich nicht tötet, macht mich stärker. Das ist einfach so. Jede schlechte Erfahrung ist eigentlich eine gute Erfahrung. Denn aus den schlechten Erfahrungen lernen wir tatsächlich am meisten. Manchmal sind es, wie gesagt, auch Sachen, die wir so nicht direkt beeinflussen können. Ja, aber es ist trotzdem so, dass wir manchmal falsche Entscheidungen getroffen haben oder uns mit Menschen umgeben haben, die uns schlecht getan haben. Manchmal ganz unbewusst, manchmal haben sich auch diese Menschen verändert und ziehen einen auf Dauer runter. Also auch sowas gibt es. Und das wird einem manchmal auch erst später bewusst, nicht direkt bewusst. Und dann wundert man sich, warum das eigene Leben irgendwie so scheiße ist. Weil man das irgendwie auch rangelassen hat, diese Menschen an sich rangelassen hat, die einen dann noch zusätzlich runterziehen. Und da muss man auch sagen, da macht man einen Cut, ne? Da bricht man eben auch mal vielleicht den Kontakt ab zu jemandem. Das ist auch in Ordnung. Das ist in Ordnung, auch mal Nein zu sagen. Jeder muss seinen Teil tun. Auch zu einer, irgendwas, ja, zu melden? Freundschaft ist es ja in dem Falle nicht mehr, ne? Es ist ja irgendwie schon was anderes. Es ist ja keine Freundschaft, wenn der eine Freund einen runterzieht. Aber, naja, da muss man manchmal Nein sagen zu diesen Menschen. Und ich hatte ja echt das Glück, da muss ich aber echt jetzt mal was Positives wieder sagen, weil das sind ja jetzt so nachdenkliche Themen, die ich irgendwie so viel Negatives angesprochen habe. Aber ich muss echt sagen, ich habe da wirklich richtig, richtig Glück mit meinen Freunden. Ich habe da einfach so ein Glück immer gehabt. Denn ich kenne tatsächlich aktuell nur Menschen, die einfach richtig toll sind, zu mir halten und zu uns halten, zu Tommy und mir. Und wir helfen uns so krass einfach. Und das finde ich so schön. Und auch so erstaunlich, weil ich in meiner Schulzeit ja eher das absolute Gegenteil erlebt habe. In meiner Schulzeit habe ich eher erlebt, dass ich eher diejenige war, die merkwürdig war, der Freak, der Japan-Freak. Ja, ich hatte ganz viele merkwürdige Titel gekriegt und war dann eher so wirklich der Außenseiter, die Außenseiterin. Also, ich hatte da zwar sowas wie Freunde, aber naja, wie sich rausgestellt hat, waren das ja alles nicht wirklich echte Freunde. Das waren so Menschen, zu denen ich eben dann doch den Kontakt abgebrochen habe. Oder sie zu mir abgebrochen haben. Aber das ist auch in Ordnung so. Und das bereue ich auch gar nicht. Im Gegenteil. Ja, also da hatte ich echt eine ganz andere Erfahrung gemacht in der Schulzeit. Grüß euch.
Und bin einfach immer noch so erstaunt. Nach dieser furchtbaren, ich habe die Schulzeit absolut gehasst. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt gut dran war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in meiner Schulzeit gut war, wenn ich so irgendwie so drüber nachdenke. So direkt fällt mir jetzt nichts ein, außer dass ich vielleicht, keine Ahnung, was gelernt habe. Ich habe ja nichts wirklich gelernt. Ich bin ja ziemlich schlecht gewesen in der Schule. Nee, keine Ahnung. Also, ich habe in der Schulzeit weder großartig viel gelernt, noch habe ich tolle Menschen kennengelernt. Noch hat es mich fürs Leben vorbereitet. Also, ich habe nichts Gutes zu sagen über die Schulzeit. Und ich bin so erstaunt, dass es jetzt halt ganz anders ist. Dass es jetzt so um 180 Grad gedreht ist. Und ich bin da auch so verdammt dankbar. Ich bin einfach dankbar für all die Chancen, die sich aufgetan haben. Ich bin dankbar für all die Menschen, die mir geholfen haben, die jetzt in mein Leben getreten sind, die ich in den letzten Jahren getroffen habe oder die ich auch vielleicht erst im letzten Jahr getroffen habe. Einigen von denen habe ich auch sogar vor ein paar Tagen geschrieben und mich dafür bedankt, weil ich das Gefühl hatte, das muss jetzt raus. Also ich muss mich auch mal bedanken. Ich habe das Gefühl, das sagt man gar nicht oft genug zu seinen Freunden. Danke. Danke, dass du einfach durch deine Art, wie du bist, dass du einfach da warst für mich. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch für dich da ist, dir zuhört. Das ist nicht selbstverständlich. Wir leben unser eigenes Leben. Und natürlich sind wir alle Egozentriker. Und wir alle möchten in allererster Linie oder sollten in allererster Linie an uns denken. Und dann ist es nicht selbstverständlich, dass es da Menschen irgendwo gibt, die für einen da sind. Mit denen man reden kann. Entweder halt Real Life oder halt über Internet. Die einen zuhören, mit denen man sich austauscht, die einen Tipps geben. Oder die einfach nur irgendwelche lustigen Emojis zu dir schicken. Und dir damit einfach nur so ein Lächeln oder Grinsen auf den Mund zaubern. Also das ist nicht selbstverständlich und ich finde, da muss man auch mal Danke sagen. Und ich hoffe, dass alle meine Freunde, auch denen, bei denen ich mich jetzt nicht so direkt bedankt habe, das wissen. Das wissen, dass sie mir wichtig sind. Danke, danke an euch alle. Danke auch natürlich an alle anderen, auch an meine, ja, wie soll ich sagen, Follower, keine Ahnung, Abonnenten. Das ist immer so schwierig, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also Fans finde ich ganz merkwürdig. Keine Ahnung. Es sind ja nicht nur Kunden. Also es ist, ja, an euch alle, die sich meine Let's Plays anschauen, die meiner Fotografenseite folgen oder auf Twitch mir auch folgen. Ich bin allen dankbar. Ich bin dankbar für jeden Kommentar, für jeden Chat, den wir hatten, für jede persönliche Begegnung, Umarmung oder jedes Geschenk. Da bin ich unglaublich dankbar für und das hat mir geholfen. Das hat mir geholfen und das macht mich glücklich. Also, wie gesagt, das ist etwas, was ich nicht als selbstverständlich wahrnehme. Aber oft sagt man nichts und oft gewöhnt man sich daran. Man gewöhnt sich daran, dass man ein paar tausende Follower vielleicht auf Facebook hat. Ich denke, naja, 100 Likes auf dem Foto, das ist nichts Besonderes, aber es ist halt eben doch was Besonderes. Es sind halt 100 Leute, die dieses Foto geliked haben, denen das Foto gefällt. Aus welchen Gründen auch immer, aber es sind tatsächlich echte 100 Menschen an einem Rechner oder Handy und die sagen, hey, das Foto, das kriegt ein Like von mir. Und das ist toll, das ist schön. Das ist wirklich schön. Und es kann ja auch was ganz anderes sein, ne? Also es ist jetzt zum Beispiel für mich die Sache, die mich einfach glücklich macht. Meine Freunde, dieses Feedback von euch und meinen Kunden und allen anderen. Das ist halt so meine persönlichen kleinen Highlights und Dinge, die mich glücklich machen, die mein Leben einen Sinn geben auch. Und diese kleinen Dinge, die könnt ihr auch für euch finden. In allerersten Linie ist natürlich immer am schönsten, Freunde zu haben. Ich weiß, dass das nicht immer sehr einfach ist. Es ist nicht einfach, andere Menschen zu finden, die vielleicht auf der gleichen Ebene mit einem sind.
Ja, vielleicht auch. Es ist auch schwierig, glaube ich, für viele den Kontakt zu halten. Oder ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Also ich kenne ja auch Freundschaften, die sich so ein bisschen im Sand verlaufen. Menschen, die man vielleicht irgendwo kennengelernt hat und dann sagt man sich, ja, wir machen auf jeden Fall irgendwas aus und dann schreibt man nie wieder. Und ja, wenn man sich dann irgendwo wieder sieht, ignoriert man sich schlimmstenfalls sogar. Das gibt's natürlich auch. Und ja, wie soll man da vorgehen, ne? Wie soll man, man kann Freundschaften nicht erzwingen. Aber, man kann schon gezielt nach Freundschaften suchen. Man kann schon andere Menschen finden, die so ähnlich, ja, ich sag mal, ticken wie einer. Und man kann sich mit denen austauschen. Und ja, Gemeinsamkeiten finden und eben auch diese schönen Erfahrungen machen, die wichtig sind für einen selber. Ja, für das Glück eines selber wichtig sind. Und das sollte man auch. Zum Beispiel, es ist ja gerade auch jetzt hier auf meinem Let's Play-Kanal und ich glaube auch dieses Video werden sich ja wahrscheinlich eher Leute anschauen, die Interesse haben an Spielen. Und ja, da gibt es ja so tolle Möglichkeiten heutzutage, wie zum Beispiel die Gamescom. Auch wenn die Gamescom jetzt vielleicht nicht unbedingt der absolut ideale Treffpunkt ist, um andere Leute kennenzulernen. Aber es ist einer dieser Treffpunkte und es muss ja noch nicht mal direkt die Gamescom sein. Aber es kann ja auch zum Beispiel sein, dass man sich in irgendeinem Forum auf Facebook findet oder spricht. Sich austauscht über Spiele. Also das ist auch so eine Möglichkeit, wie man ja andere Freunde, andere Menschen treffen kann. Mit denen man sich austauscht, mit denen man redet und quatscht, mit denen man eine schöne Zeit verbringt. Jetzt rede ich so viel über Freundschaften und sowas und ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt interessiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr da irgendwie Probleme habt in dem Bereich. Vielleicht ja auch nicht. Aber ich wollte halt so ein bisschen erzählen, wie das bei mir ist. Und ja, wie gesagt, ich bin da unglaublich dankbar für, dass ich jetzt so tolle Freunde habe. Und eigentlich wirklich niemanden da habe, der da jetzt irgendwie total furchtbar ist. Aber da muss man halt auch lernen, zu solchen Menschen dann eben Nein zu sagen, sich von denen zu verabschieden. Wenn die Zentauren kämen, wären sie geblendet von meiner Schönheit. Geblendet sind sie leichter zu töten. Weiß gar nicht, ob ich noch. Was ich habe eigentlich nicht wirklich. Ich hätte eigentlich auch was vorbereiten können. Ich habe, bin auch ganz ehrlich, ich habe für heute eigentlich nichts vorbereitet. Ich hätte überlegt, dass ich mir so ein paar Themen aufschreibe und so ein bisschen auch aufschreibe, worüber ich reden will, dass ich so eine kleine Liste mache. Und da erzähle ich noch, dass ich so eine Planerin bin. Ja, voll. Ja, heute habe ich das überhaupt nicht gemacht. Und bin jetzt natürlich so ein bisschen planlos, worüber ich noch reden soll. Ich hatte eigentlich auch noch. Ich hatte ja, oh Gott, das ist jetzt schon lange her. Ich hatte vor ein paar Monaten auch ein Video aufgenommen. Ein Vlog aufgenommen. Und hatte da schon echt super viele Themen angesprochen. Das Ganze so ein bisschen, ja, lustig, keine Ahnung. Vielleicht auch lächerlich gemacht. Also mich lächerlich gemacht. Aber ich habe es noch gar nicht geschnitten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das je überhaupt irgendwann schneiden werde. Keine Ahnung. Das war so ein erster Test vor der Kamera. Natürlich mit Aufnahme von mir, einfach drauf loszuquatschen. Und da hatte ich auch schon nichts vorbereitet. Einfach drauf losgeredet. Und ich habe tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde lang geredet. Ich habe keine Ahnung, was ich da erzählt hatte. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch schon wieder länger im Aufnehmen. Ich kann das leider nicht nachgucken, denn ich habe immer noch nur einen Monitor. Den muss ich auch dringend noch ändern. Ich muss hier noch einiges ändern an meinem Arbeitszimmer. Das ist ja alles noch nicht so, wie ich das eigentlich möchte. Ja, ich weiß nicht. Also, ihr könnt ja mal auch wirklich einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht auch mal schreiben, wer ihr seid, woher ihr kommt, wie ihr auf meinen Kanal kommt. Oder ob ihr gerade
auch Schüler seid oder ob ihr studiert, ob ihr eine Ausbildung macht oder ob ihr arbeitet. Ich finde das immer total interessant eigentlich. Ich meine, ich kann natürlich in den Statistiken so ein bisschen was sehen. Ich kann in den Statistiken reinschauen und ich kann sehen, ob ich jetzt zum Beispiel irgendwie 70% weibliches und 30% männliche Zuschauer habe. Das sehe ich schon, aber ich kann da nicht Einzelheiten zu sehen. Und ich finde das eigentlich immer sehr spannend, wer sich meine Videos anschaut. Ich finde es auch wirklich spannend, mich da auszutauschen. Ich sag das nicht nur so, also ich meine das auch tatsächlich so. Nein. Nein. Ich habe schon vor lange nicht mehr gespielt. Bin jetzt auch mit irgendeinem Charakter reingegangen. Für die, die sich wundern. Ich weiß gar nicht auch, mit welchem Charakter ich, mit welchem Charakter ich zuvor hier die Let's Plays aufgenommen habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon mehrere Let's Plays angefangen hatte mit neuen Charakteren. Das lag daran, dass ich damals auf einem... Oh, Entschuldigung, ich bin gerade am Kauen vom Bonbon. Ich war damals zum ersten Mal auf einem amerikanischen Server wegen einer Freundin. Und ich habe dann irgendwie wechseln wollen. Aber der Wechsel hat irgendwie das erste Mal nicht geklappt. Dann hatte ich aber schon alle meine Charaktere gelöscht. Und neuen erstellt. Auch fürs Let's Play dann halt. Und dann habe ich aber gemerkt, das hat irgendwie gar nicht geklappt mit dem Wechsel. Ja, dann habe ich die Charaktere nochmal gelöscht. Und dann halt, dann schließlich zum Glück hat es geklappt mit dem Serverwechsel. Ja, das ist ein bisschen blöd. Man kann natürlich auch gegen echtes Geld den Server wechseln. Aber ganz ehrlich, als 10 Euro oder so würde mich das kosten. Nee, da bin ich zu geizig. Ich habe schon den Vollpreis bezahlt für das Spiel. Da wollte ich nicht noch die 10 Euro oder wie viel auch immer das war nochmal bezahlen, nur damit ich den Server wechseln kann. Ja, dann lösche ich lieber die Charaktere. Hatte ich zwar ganz am Anfang auch einen recht hochgelevelten, aber... Naja. Ich hänge da ja gar nicht so sehr an meinen Charakteren. Weil ich sowieso verdammt unregelmäßig spiele. Und wenn, dann meistens ein bisschen mit Tommy rumlaufe hier. Und auch eigentlich hauptsächlich mit ihm dann über Skype quatsche. Obwohl er ja im Nebenzimmer ist. Aber ich mag es nicht so gerne rumzuschreien. Wir müssen eigentlich auch immer noch unser richtiges Arbeitszimmer hier ausbauen. Wir sind ja vor ein paar Monaten umgezogen. Haben zuvor in einem Häuschen gewohnt, zur Miete. Aber das ist zu teuer gewesen auf Dauer. Außerdem wollte ich auch ein bisschen noch näher an meiner Arbeit sein. Und jetzt wohnen wir in Wuppertal. Und auch wenn Wuppertal jetzt nicht unbedingt die schönste Stadt ist, nicht unbedingt die schönste Stadt ist, möchte jetzt nichts gegen Wuppertal sagen, aber Wuppertal war jetzt eigentlich nicht so unsere erste Wahl, aber tatsächlich ist die Miete hier sehr gering und da wir in Vohwinkel wohnen, ist es auch super easy nach Düsseldorf zu kommen. Nach Düsseldorf zu kommen. Da brauche ich keine 15 Minuten, das ist schon ganz praktisch für mich. Ist ein bisschen einfacher. Davor haben wir wirklich in so einem richtigen Kaff gewohnt. War schon ganz nett, aber wie gesagt, war ein bisschen teuer von der Miete. Und war auch ein bisschen sehr umständlich mit dem Fahren und hat so lange gedauert. Und ich habe ja immer noch keinen Führerschein. Schande über mich. Bin ich schon so eine alte Oma und habe keinen Führerschein, aber ich habe wirklich noch keinen. Ja, und das war dann einfach ein bisschen doof, wenn mich Tommy immer abholen musste. Jeden Tag hat er mich gefahren. Das hat mir eigentlich voll leid getan. Ja, dementsprechend sind wir eigentlich ganz froh, dass wir umgezogen sind. Aber der Umzug zieht sich so ein bisschen. Wir sind da nicht die Schnellsten, was das angeht. Was einerseits natürlich am Budget liegt. Wir haben hier ziemlich viel renoviert und müssen noch einiges hier renovieren. Dafür dürfen wir hier aber machen, was wir möchten. Das ist also schon ganz cool. Aber es wird sich nur ein bisschen in die Länge ziehen. Nee. Aber ich habe immer noch ein eigenes Studio. Das ist auch ganz nice. Nur mein Studio ist momentan auch der Platz, wo ich aufnehme. Und das soll so eigentlich nicht bleiben.
ja, das sind halt so Sachen, die wir noch angehen müssen in den nächsten Monaten. Ich habe schon die Hoffnung aufgegeben, dass es schnell geht. Aber das muss ja manchmal auch sein. Ne? Manchmal muss man sich auch Zeit lassen. Dann darf man sich nicht unter Druck setzen. Das ist ja nichts irgendwie super Notwendiges. Ich finde es auch unnötig, da zu viel Energie reinzustecken und sich zu sagen, das muss jetzt bis nächste Woche fertig werden. Weil warum? Wir haben hier unser Bett, wir haben unsere Küche hier aufgebaut. Wir haben hier Strom und Internet. Das ist für mich erstmal das Allerwichtigste und das haben wir alles hier. Und der Rest kommt halt nach und nach. Dann ist es hier noch nicht aufgeräumt und dann ist es halt vielleicht für den einen oder anderen Freund dann nicht unbedingt das Optimum hier. Aber ich wohne ja hier und nicht unsere Freunde. Aber ich glaube, so schlimm ist es jetzt auch nicht mehr hier. Aber halt noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber um da nochmal so eine Verlinkung zum ersten Thema zu haben, ne? Also wie gesagt, man muss sich da bei solchen Sachen nicht unnötig unter Druck setzen. Also kann man auch wirklich sagen, nee, Moment, das ist nicht so wichtig. Das mache ich vielleicht eventuell auch gar nicht mehr. Weil ist es wirklich notwendig für mich? Ist es wirklich notwendig für meine Lebensqualität, für meine Lebenszufriedenheit? Wenn es das nicht ist, dann ist es besser auch mal, das einfach sein zu lassen. Ist auch so eine Sache, die ich erst in den letzten Wochen so richtig verstärkt gemerkt habe. Mit dem Shoppen. Ich bin ja eigentlich jemand, der grundsätzlich eigentlich nicht so gerne shoppen geht, ne? Ich gehe wirklich ungern als Frau shoppen. Ja, ich bin wirklich keine Frau, ne? Nicht multitaskingfähig und geht nicht gerne shoppen. Ja. Also wie gesagt, ich gehe wirklich nicht gerne shoppen. Aber wenn ich dann schon mal im Laden bin, und es ist leider Gottes viel zu oft ein Technikladen oder ein Buchladen, dann lasse ich da manchmal zu viel Geld. Und da habe ich einfach gemerkt, also aber auch, ich gehe natürlich auch schon manchmal in Modeläden, habe ich einfach gemerkt, dass das oft so super unnötig ist. Auch zum Beispiel dieses ganze Online-Shopping, das mache ich ja zum Beispiel voll oft. Und da habe ich so gemerkt, boah, wie unnötig das ist. Das ist einfach, ich brauche den ganzen Scheiß nicht, den ich mir gekauft habe in den letzten Jahren. Und ich reg mich da so voll über mich selber auf. Ah, okay, das wird nichts. Weil ich, wie gesagt, gemerkt habe, dass ich das nicht brauche. Und dann habe ich diesen ganzen Kram gekauft, mal abgesehen davon, dass es teuer war, habe ich den jetzt auch hier rumliegen, den ganzen Scheiß. Oh nein. Oh, hat's mich gleich. Ja, ich merke halt, ich brauche diesen ganzen Scheiß hier nicht. Und ja, ich weiß nicht, wohin damit. Total schlimm. Und dann liegt das rum. Man hat voll viel Geld investiert. Und fragt sich, ja, und jetzt? Ne, macht einen nicht glücklicher. Im Gegenteil. Es zieht einen total runter, weil man sich selber voller schlechte Gewissen macht. Sich selbst die Vorwürfe gibt und denkt so, oh, hast wieder so einen Scheiß gekauft hier. Und dann erinnert dieser Gegenstand einen auch noch ständig daran, indem er einfach da liegt. Nein, auch noch so anglotzt. Es ist mir erst so in den letzten Wochen so richtig klar geworden, wie sehr wir alle dem Konsumzwang unterliegen. Ja, ich ganz besonders wahrscheinlich. Nein, eigentlich nicht. Es gibt da sicherlich noch schlimmere Fälle. Aber ich bin da auch ein Opfer und das heißt Opfer, ne? Man macht das ja freiwillig. Ja, auch sowas wie Shoppen, das macht man ja freiwillig. Und dann immer zu sagen, ja, aber das sind ja die bösen Medien. Und die sagen uns ja, dass das unbedingt gebraucht wird und dass das so super ist. Und dass diese Pillen, die haben gesagt, wenn ich die nehme, also die Firma hat gesagt, wenn ich die Pillen nehme, dann werde ich schlank und so. Und kostet ja nur 200 Euro. Und wenn ich dieses Parfüm kaufe, dann rieche ich wie Heidi Klum. Ja. Nee, tust du natürlich nicht. Sondern
ja, das macht man halt viel zu schnell. Man gibt die Schuld jemand anderen. In Wahrheit ist einfach eigentlich einfach nur, dass man mit sich selber unzufrieden war. Das eigene Selbstwertgefühl hat einen vorgegaukelt. Ja, man findet sich zu fett, ne? Obwohl man es gar nicht ist. Oder auf anderen Wegen natürlich abnehmen könnte. Aber den einfachen Weg wählen möchte. Oder dass man zum Beispiel so riechen möchte wie Heidi Klum. Nein, ich glaube, niemand möchte so riechen wie Heidi Klum. Es ist zu spät und ich bin so durch. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also dann redet man sich das irgendwie so ein. Und das ist dann tatsächlich wirklich nur das eigene Selbstwertgefühl. Das sind nicht die Medien. Das sind auch nicht Freunde, die uns das eingeredet haben. Das sind wir selber. Wir selber sagen uns immer und immer wieder, was wir möchten. Und die Medien nutzen das natürlich schon ganz gezielt. Wobei, was heißt ganz gezielt? Die kennen dich ja nicht, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie eine Firma einen jetzt persönlich kennt. Die geht ja auch nur aus ihren eigenen Erfahrungen. Das heißt, wenn die so eine Marketingmaßnahme machen, dass sie dich anspricht, dann heißt es eigentlich im Grunde ja auch nur, dass die Marketingabteilung selber dieses Gefühl auch kennt. Aber man muss sich da wirklich nicht um den Finger wickeln lassen direkt. Oder halt eben die Schuld direkt auf die Medien schieben oder auf andere schieben. Sondern muss da mal in sich gehen und wirklich mal überlegen, brauche ich das? Ne? Also brauche ich dieses Teil jetzt? Muss ich das jetzt kaufen? In den meisten Fällen muss man das nicht. Und eigentlich... Oh, es tut mir so leid. Eigentlich, sobald man sich das auch nur einmal fragt, ist eigentlich schon klar bei der Frage. Also schon allein, dass man auf diese Frage kommt. Nee, man braucht es ja nicht. Wenn man sich das schon fragt, ob man es braucht, dann braucht man es nicht. Also meistens so. Hängt natürlich wirklich davon ab. Bei mir finde ich zum Beispiel immer eine gute Ausrede, weil ich mir immer sage, ja, ich meine, ich kaufe das ja jetzt nicht für mich. Ne, ich kaufe das ja hier für meine Fotoaktion oder so. Und dann rede ich mir das so schön ein. Und am Ende nutze ich das gar nicht. Und dann liegt es rum. Und statt es dann irgendwie zu verkaufen, zu verschenken, was auch immer, liegt es rum. Habe ich da so viel Geld da gelassen und dann liegt es rum. Liegt es rum. Und ich ärgere mich. Ich ärgere mich dann tierisch darüber, über mich selber und über dieses Teil. Und deswegen habe ich mir jetzt in den letzten Wochen auch vorgenommen, so jede Woche zumindest ein paar Teile rauszusuchen, die ich einfach irgendwie seit einem Jahr oder so nicht mehr in der Hand hatte. Und die ich auch, bei denen ich weiß, dass ich es nicht mehr in die Hand nehme, die kommen dann direkt auf den Müll. Also die Sachen kommen direkt auf den Müll, beziehungsweise wenn das natürlich gute Sachen sind, dann verschenke ich die oder verkaufe die, wenn es was Teures ist. Aber die kommen dann direkt in so einen Stapel, was war das denn? Kommen direkt auf so einen Stapel, der halt weg soll. Ne? Ohne Wenn und Aber. Der muss weg. Und dann mache ich mir einen zweiten Stapel von Sachen, die ich vielleicht seit Wochen, paar Wochen oder paar Monaten nicht mehr in der Hand hatte, bei denen ich mir aber noch nicht so sicher bin, ob ich sie vielleicht doch nutzen kann. Und, ja, dann sammle ich diesen Stapel in einer Kiste und schlafe ein währenddessen. Nein, es tut mir leid, ich bin echt müde. Ich werde auch gleich auf jeden Fall hier schon einen Cut machen. Gleich. Ja, also mache ich mir so eine zweite Kiste und dann sortiere ich da rein, wo ich mir noch nicht sicher bin. Das ist dann die eventuell noch Ausgrabkiste. Und wenn die innerhalb eines Jahres auch... Oder die, wenn ich an diese Sache, die in dieser Kiste ist, ein Jahr lang nicht mehr dran ging, dann kommt das auch weg. Ich glaube, ein Jahr ist wirklich so eine Zeit, das ist lang genug. Also das ist wirklich lang genug. Ich habe auch überlegt, was würde man denn ein Jahr lang liegen lassen, was man wirklich braucht. Und eigentlich, was mir da nur so eingefallen ist, ist so Dekokram. Wir machen ja mal ganz gerne Motto-Partys, so Halloween oder was weiß ich. Und... Ja, die so einmal im Jahr sind. Weihnachten jetzt auch zum Beispiel, so ein paar Weihnachtsfiguren. Und da, ja, da braucht man halt so die Sachen einmal im Jahr. Da lasse ich mir so ein paar Sachen, aber auch da werde ich auf jeden Fall ausräumen.
Nur da ist es halt dann in Ordnung, sage ich mir. Da ist es in Ordnung, weil da, das weiß ich, das benutze ich zumindest einmal im Jahr. Das ist ja schon mal etwas. Nur auch da brauche ich keine, nicht zum Beispiel irgendwie 20 Weihnachtsfiguren oder so. Keine Ahnung. Habe ich jetzt natürlich auch nicht, aber... Ja, also man braucht es halt da nicht wirklich. Ansonsten wüsste ich halt tatsächlich nicht, was man einmal im Jahr sonst noch braucht. Weil alles, was mir eigentlich am allerwichtigsten ist, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil meine Schwiegermama mir da eigentlich eine sehr tolle Frage gestellt hatte. Nämlich, wenn ich mich für irgendwie drei Dinge oder für eine Sache, ich weiß gar nicht, ob eine Sache oder für drei Dinge entscheiden müsste, die ich mitnehme, wenn wir wieder umziehen. Und ja, das fiel mir eigentlich relativ leicht. Denn das ist hier mein Rechner, meine Kamera. Das ist für mich am allerwichtigsten. Jetzt ist noch die kleine Videokamera, also Vlog-Kamera dazugekommen. Aber das sind so halt die drei Sachen, die mir am allerwichtigsten sind. Und der Rest, ich weiß nicht. Also selbst Klamotten, denke ich mir so, ja, wenn ich das Geld hätte, ich würde noch nicht mal Klamotten horten. Ich würde einfach die Klamotten so lange tragen, bis sie kaputt gehen, und dann würde ich mir neue holen. Jedes Mal so. Genauso würde ich es machen. Immer so mein Lieblingsteil holen. Das einfach knallhart 5 Wochen durchtragen. Nein, natürlich nicht unbedingt 5 Wochen, aber halt so 2, 3 Lieblingsteile holen. Wo ich nicht aufs Geld schauen muss, also ob mir auch irgendwas Teures holen kann. Die so lange tragen, bis sie kaputt gehen, dann das nächste holen. Alles andere brauche ich einfach nicht. Brauche ich nicht. Auch wenn ich mir selber sage, dass ich Künstlerin bin und das Zeug brauche. Vielleicht werde ich das auch nie ganz schaffen, da alles loszuwerden. Ich glaube, ich kann nicht ganz so puristisch leben, wie einige Menschen das tun. Das wird nicht bei mir funktionieren. Aber muss es jetzt auch nicht unbedingt. Also es muss ja nicht ganz puristisch sein. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich so ein bisschen Deko mittlerweile hier habe. Ein bisschen habe ich aussortiert. Und dass ich auch so ein paar Klamotten habe. Ein paar viele Klamotten habe, wo auf jeden Fall ganz viel raussortiert werden muss. Ich bin so irritiert. Vielleicht hätte ich diesen Chat hier ausmachen sollen. So. Ja. Weil ich weiß gar nicht, ob das so schlau war, das alles immer stehen zu lassen. Oh, eine Katze. Ja, also ich glaube, viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Ich dachte einfach, ich mache heute so ein, ja, eher Laber-Vlog, Laber-Let's Play. Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen werde. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das schneiden werde, ob ich da irgendwie was rausschneiden werde. Eventuell ja. Ich weiß nicht, ob ich das interessiert hat, ob es das spannend für euch war, aber ich hatte gesehen, dass Guild Wars eigentlich damals ganz beliebt war. Und ich dachte, wieso dann nicht? Ich habe es auch schon länger nicht mehr gespielt. Hatte eigentlich Lust darauf. Und das ist auch so ein Spiel, was ich trotzdem noch relativ gut spielen kann, wo ich halt nebenher labern kann, ohne dass ich zu sehr abgelenkt bin, weil ich auf die Story achten muss. Ja. Also, wenn ihr das interessant fandet oder wenn ihr auch vielleicht was dazu sagen wollt, ich hatte ja so viele Fragen gestellt zwischendurch, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich tausche mich da wirklich gerne mit euch aus. Ihr könnt mir auch sehr gerne auch auf Facebook schreiben, denn selbst wenn ich da nicht so aktiv poste, ich gucke natürlich trotzdem jeden Tag in meine Nachrichten rein oder zumindest alle 2 Tage gucke ich spätestens in die Nachrichten rein. Und ihr könnt mich da sehr, sehr gerne anschreiben. Wenn ihr mehr sehen wollt in diese Richtung, vielleicht eventuell auch als richtiger Vlog ohne Spiel, dann könnt ihr mir das auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sage ich, für heute wird jetzt eher gleich Schluss sein, weil meine Stimme ist ja am Sterben, wie man wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich hört. Ja, deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.